Das sind sie, die gelben Rohre der neuen Koksgaseindüsungsanlage der Dillinger Hütte. Durch sie strömt zum ersten Mal wasserstoffhaltiges Koksgas aus der eigenen Kokerei. Im Hochofen wird es für die Eisenherstellung recycelt. Wir sind die Ersten, die in Deutschland jetzt hohe Mengen an Wasserstoff im Regelbetrieb in die Hochöfen einblasen und damit ab heute in der Lage sind, große Mengen an Kohle gegen CO2 geringeren Ausstoß durch Wasserstoff zu ersetzen. Im Hochofen wird Eisen produziert, aus dem dann Stahl gemacht wird. Bisher wurde dafür Kohle eingesetzt, dabei entsteht CO2. In der neuen Anlage wird die Kohle zum Teil durch Koksgas ersetzt. Es besteht zu 55% aus Wasserstoff. Bei der Eisenproduktion entsteht dann Wasser und weniger CO2. Mindestens 110.000 Tonnen pro Jahr werden eingespart. Für Energieexperten nur ein erster Schritt. Das ist relativ wenig CO2-Reduktion, so 2,5% würde man mal abschätzen. Und das rechnet sich natürlich bei einem CO2-Preis von zurzeit 26 Euro, sparen Sie jedes Jahr 4 Millionen. Also muss man machen, auch ökonomisch sowieso, aber ist jetzt nicht sozusagen die strategische Entscheidung für einen CO2-freien Stahl. Dafür müssten Milliarden investiert werden. Das ist den Dillingern bewusst und auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Bei der Einweihung der neuen Anlage sicherte er der deutschen Stahlindustrie 30 Milliarden Euro für die nächsten Jahre zu.